Wie hast du geschlafen? Ich habe gut geschlafen, sehr gut. Ich schlafe immer gut im Van. Heute Morgen dann das Fenster aufgemacht oben. Leider kam ein Moskito rein. Ich habe vergessen, das Fliegengitter vorzumachen. Das war natürlich sehr clever von mir. Aber jetzt erstmal hydrieren, kämpfen, frühstücken und dann geht's in den Tag. Ich wette, dass wenn ich das jetzt einschütte, es klappt ja immer, dass es jetzt nicht klappt. Aber mal schauen. Vielleicht klappt es ja doch. Ist zu wenig Schaum. Ich wusste es. Ich habe es noch gesagt. Naja. Es ist viel zu wenig Schaum, aber es sieht trotzdem okay Kannst aus. dich jetzt nicht so beschweren, das ist viel. Nach so drei Bissen sieht meine Bowl immer aus wie irgendwie bei den Dudolfs. Und bei Celine ist alles ganz fein säuberlich und akkurat. Das ist schon witzig. Ja, fokussier doch. Ist aufgeräumt. Aufgeräumt, genau. Gestern Abend haben wir übrigens auf der Couch gesessen und haben geschaut, wann wir das letzte Video gefilmt haben, nicht hochgeladen haben, weil wir haben ja in den letzten Tagen noch ein paar Van-Ausbau-Videos geuploadet. Da fehlt übrigens noch eins. Es ist schon über ein Jahr her, also eine sehr lange Zeit, in der wir jetzt irgendwie nicht gefilmt haben und es ist auch ein bisschen schwierig, heute noch mal vor der Kamera zu sprechen und reinzukommen. Und es ist echt eine Menge passiert seitdem. Wir wohnen fest im Van, haben geheiratet. Es ist jetzt auch schon fast ein Jahr her Die und die Flitter. Flitterwochen nicht bei Seven vs. Wild verbracht. Wir wollen euch einfach mal ein bisschen mit in den Tag im Van nehmen und noch so eine kleine Exkursion nach draußen machen, denn wir fahren in der letzten Zeit voll auf Insekten ab. Also es ist nicht so, dass wir nicht mehr nach draußen gehen. Es ist einfach so gewesen, dass wir irgendwie es nicht gefühlt haben. Aber jetzt haben wir richtig Bock, noch mal mehr zu machen. Wir stehen gerade in der Nähe von Mainz und sind in der Nähe von einem super schönen Naturschutzgebiet. Und hier gibt es total viele tolle, auch seltene Insektenarten. Und wir sind mal gespannt, was wir heute so sehen. Wir hatten eigentlich gehofft, dass es noch schöneres Wetter ist. Es war nämlich so bewölkt, sonnig gemeldet, aber irgendwie ist es jetzt schon den ganzen Morgen nur bewölkt. Ein paar Eindrücke vom Van geben wir euch natürlich auch noch mit. Und vielleicht machen wir noch so ein kleines Q&A von den meistgestellten Fragen, die wir immer von Freunden und Bekannten und auch generell bekommen, wie das hier alles so läuft und funktioniert. Also viel Spaß heute beim Video. Wir sind unterwegs und mal schauen, was sich heute so findet. Wir waren schon ein paar Mal genau an hier der Stelle. Gleich kommt es auf eine Lichtung und so eine richtig große Wiesenfläche, die ehemals eine Militärbasis war. Und heute ist das ein Naturschutzgebiet und da lassen sich einige coole Arten finden. Letztes Mal, als wir hier waren, hatten wir auch den Schachbrettfalter und den Brombeer-Perlmuttfalter, der hier eigentlich ganz neu erst ist, auch so ein bisschen vom Klimawandel profitiert. Den haben wir auch gefunden, coole Art. Ich hoffe natürlich, dass wir den heute auch noch mal finden. Ansonsten müssen wir die ein oder andere ältere Aufnahme einblenden. Aber ja, Ziel ist es natürlich heute was zu sehen, aber das Wetter ist sehr bewölkt. Die Vögel sind schön draußen. Es macht auf jeden Fall wieder Spaß. Während ich gerade zerstochen werde, ist Celine die erste Zielart am Fotografieren und am Filmen. Und zwar haben wir schon einen Schachbrettfalter entdeckt. Und der Vorteil, dass es heute so bewölkt und auch nicht ganz so warm ist, es sind heute, glaube ich, so um die 20 Grad knapp, aber eben bewölkt, früher Morgen. Also wahrscheinlich hat es noch gar keine 20 Grad. Und die Falter sind noch nicht so aktiv. Manche fliegen, aber den Celine gerade vor der Linse hat, der hält richtig schön still. Und ja, dadurch, dass es ektotherme Arten sind, brauchen sie eben eine bestimmte Temperatur, um aktiv zu sein. Und ja, an kühleren Tagen oder früher am Morgen kann man eben perfekt
Insekten fotografieren und filmen. Wie schön! Ich habe auch ein Foto ganz weitwinklig gemacht. Ist vielleicht auch mal ganz cool bei einem Schmetterling. Hier sieht man zwei rote Weichkäfer bei der Paarung an einem Grashalm. Auch nicht schlecht. Echium vulgare, der gewöhnliche Natternkopf. Und da ist für gewöhnlich immer sehr viel los. Super viel Nektar, super viel Pollen. Und da freut sich natürlich fast jedes Insekt. Also auch ganz häufige Futterpflanze von vielen Käferarten. Also hier lohnt es sich wirklich mal näher hinzuschauen. Weil hier ist wirklich immer ganz, ganz viel los. Und auch schöne Blüten, oder? Unglaublich. Das ist echt so schön hier. Und ja. Ich weiß noch, letztes Mal, als wir hier waren, Robin, da waren nicht so viele Schachbrettfalter da. Ne? Diesmal sind ist wirklich ganz extrem. Also hier tümmeln sich überall welche. Und was auch richtig toll war, letztes Mal, als wir hier waren, da waren wir hier abends zum Sonnenuntergang. Und da hatten wir auch eine tolle Begegnung mit einem Rehkitz. Und Jagdfasanen, das war wirklich auch richtig, richtig schön. Die Aufnahmen blenden wir mal ein. Genau, die blenden wir ein. Es war zwar ein bisschen weit weg, aber natürlich möchte man so einen Rehkitz und auch die Jagdfasane nicht stören. Und das ist uns gelungen und dann konnten wir das Ganze eine Weile beobachten. Das war wirklich total toll. Und schaut euch mal diese wunderbaren Königskerzen hier an. Also unglaublich, die ist einfach größer als ich. Königskerzen sind so, so toll. Jetzt ist gerade natürlich ein Flugzeug unterwegs. Heute ist es ganz krass. In der Nähe von Frankfurt natürlich ganz, ganz viel Flugverkehr. Aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Hier haben wir nicht so die ganz typische Königskerze, sondern das ist die mehlige Königskerze. Der Name ist Programm. Man sieht direkt, was damit gemeint ist. Nämlich hier das ganze weiße Zeugs am Stängel und an den Blättern. Und zwar ist das kein Mehl. Das Ganze sind feinste Haare und das ist einfach eine Trockenanpassung und UV-Schutz und Austrocknungsschutz. Also von daher ganz clevere Anpassungsstrategie. Zweite Zielart gefunden, Brombeer-Perlmuttfalter. Super selten in Deutschland. Hier einer der wenigen Standorte eigentlich, vor allem in Rheinland-Pfalz, sehr, sehr selten. Und ich sehe von hier, einer ist aufgeklappt und einer direkt daneben ist noch zugeklappt. Ich muss einen Meter rein ins Naturschutzgebiet. Eigentlich ungern, aber es nützt gerade nichts. Ich bin auch vorsichtig. Ja, die beiden Falter machen gerade so ihre morgendlichen Yoga-Übungen, öffnen immer wieder die Flügel, um sich so ein bisschen warm zu machen. Und dann geht es vielleicht gleich los in den Tag, wenn es warm genug ist. Es ist gerade nämlich so an der Grenze und die Sonne will noch nicht so richtig rauskommen. Ja, und der Falter ist für mich ganz besonders. Ich habe den letztens eigentlich nur durch Zufall entdeckt und bin auch relativ stolz drauf, weil der sich wirklich extrem gut tarnt. Jetzt öffnen sie gerade wieder die Flügel. In der zugeklappten Stellung, also gerade so nachts oder früh morgens, da ist der Falter so gut getarnt. Das ist eine richtige Mimese. Ja, vielleicht sogar schon eine Nachahmung von so trockeneren, vergilbten oder rötlich angehauchten Blättern. Und da kann man den wirklich nur sehr, sehr schwer entdecken. Und genau neben einem solchen gelben Blatt sitzt er auch hier wieder. Wirklich spannende Art. Also vom Klimawandel profitiert der Falter, wird wahrscheinlich sich immer weiter ausbreiten, auch bei uns. Aber ja, ein sehr, sehr toller Fund und ein wunderschöner Falter. Es macht einfach immer so viel Spaß, sich in Naturräume zu begeben, die eine große Artenvielfalt beherbergen. Ist super zum Fotografieren und Filmen, ist aber auch einfach schön. Also für uns ist das wie Urlaub, so ein bisschen rauszukommen und zu sehen, welche Arten man so findet. Man lernt auch jedes Mal dazu, kann Arten, die man noch nicht kennt, nachbestimmen. Wenn ihr wissen möchtet, wie wir das generell so angehen, wie wir Arten nachbestimmen, wie wir aber auch gezielt Arten suchen und finden, lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen.
Da haben wir nämlich ja mittlerweile, denke ich, einen ganz guten Workflow. Wir haben jetzt schon so viel gesehen, eigentlich können wir schon wieder zurück zum Van und dann das kleine FAQ machen und ein paar Fragen beantworten. Und vielleicht findet sich ja noch das eine oder andere auf der Rückreise, aber das war schon mal richtig erfolgreich. Wie versprochen, jetzt das kleine FAQ oder Q&A, wie auch immer. Wir beantworten ein paar Fragen und Celine startet mit mitunter zwei meist gestellten Fragen, die uns so bisher begegnet sind. Also eine Frage lautet, ob wir uns hier überhaupt richtig zu Hause fühlen können, ohne dass wir einen festen Wohnsitz haben. Ja, stimmt. Das war auch vorab ja so eine kleine Sorge, weil gerade wenn man auf dem Dorf wohnt, wie wir es vorher getan haben, oder auch in der Stadt, hat man ja ein gewisses soziales Umfeld. Abläufe sind sehr, sehr eingespielt. Da haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht, ob das hier der Fall sein könnte. Und ich muss sagen, es fühlt sich alles viel normaler an als gedacht. Es ist ganz normaler Alltag, wir haben morgens unsere Routinen, der Van fühlt sich an wie zu Hause. Es ist auch alles so mit Liebe gemacht und auf uns zugeschnitten, dass man sich auch wohlfühlt und man ist auch jeden Tag immer noch stolz auf das, was man geschafft hat. Und deswegen kann man es wirklich genießen. Und der Standortwechsel ist gar nicht so ein großes Problem. Wir genießen einfach die Flexibilität. Das war ja auch mit ein Grund, dass wir uns dafür entschieden haben und sind auch viel mit dem Van in der Nähe von der Familie und können da auch öfters mal stehen. Und von daher genießen wir es total. Eine andere Frage, die oft kommt, wie machen wir das mit dem Strom? Na so. Ja, der Strom funktioniert wunderbar. Also im Winter hatten wir schon ein paar Probleme, zugegebenermaßen. So ein paar Monate, wo wirklich die Sonne auch gefühlt gar nicht draußen war. Da war es schon schwierig, vor allem weil die Standheizung dann doch auch etwas Strom zieht, obwohl sie ja mit Diesel läuft, aber das ganze Pumpen, Temperatur, Tracken etc., das braucht natürlich auch Strom. Und das zieht ein bisschen was und wenn wir hier Vollzeit drin arbeiten mit unseren Laptops, dann ja, zieht das natürlich auch Strom. Und deswegen mussten wir im Winter einmal die Woche uns irgendwo anstecken, meistens dann bei der Family. Also das hat eigentlich auch gut geklappt. Und dann war man gezwungen, dann nochmal die Family zu besuchen. Das war aber auch schön. Und nach einer Nacht angehangen mit der Außensteckdose war die Batterie wieder voll und man konnte wieder eine Woche lang ohne Solarstrom sein im Van und Strom ziehen. Und seit Ende Februar, Anfang März sind wir wieder komplett autark. Die Solarzellen speisen so viel ein, dass wir eigentlich nie unter 90% kommen. Falls ihr das Video von unserem Electric Setup noch nicht gesehen habt, dann tut es gerne. Und wir kommen damit super zurecht. Und ja, im Winter ist man halt gezwungen, ein paar Strecken zu fahren und dann über die Lichtmaschine zu laden oder sich halt ab und zu mal irgendwo Strom zu zapfen. So sieht die andere Seite aus. Oh nein, wo ist denn euer Badezimmer oder eure Dusche? Wir brauchen keine. Das ist echt so. Wir haben auch schon vorher, also bevor wir aus unserer Wohnung ausgezogen sind, haben wir eigentlich immer im Fitnessstudio geduscht und daran hat sich nichts geändert. Wir gehen mehrmals die Woche trainieren und können dann da duschen. Das heißt also, eine Nasszelle hat sich für uns komplett erübrigt. Und das Tolle ist, wir sparen uns hier einen riesengroßen Platz, den so eine Duschkabine einnehmen würde und haben dadurch ein wunderbares Raumgefühl. Und wir sparen Wasser. Ja. Und wie macht ihr das eigentlich mit dem Parken? Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die mit am allermeisten gestellt wurde. Wo steht ihr denn? Weil eigentlich ist ja Freistehen in Deutschland nicht erlaubt. Wir parken auf öffentlichen Parkplätzen in Städten, wir parken bei den Familien zu Hause oder eben auf Park-for-Night-Parkplätzen. Manchmal stehen wir auch auf einem Waldparkplatz. Bisher hat sich noch nie jemand daran gestört. Also wir wurden noch nie weggeschickt oder irgendwie von anderen Menschen angesprochen. Es ist aber auch so, dass wir ja unseren Müll
wie sagt man? Ja, komplett mitnehmen. Ja, mitnehmen, aber dann halt auch eben entsprechend entsorgen. Ja. Dass wir unser Abwasser in einem Abwassertank sammeln und das dann eben auch nicht irgendwo in der Natur bleibt. Und von daher hinterlassen wir auch nirgendwo Spuren. Und zusätzlich ist es so, dass wir uns auch immer im Van aufhalten. Das heißt also, dass teilweise die Leute gar nicht mitbekommen, dass da überhaupt jemand drin sitzt, weil man auch durch die Fensterscheiben nicht einfach so reinschauen kann. Ja, also wir packen jetzt nicht unsere Campingstühle aus und hocken uns dann vor den Van. Wie die kompletten Camper. Ja. Also immer sehr inkognito. Genau. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr freut euch vielleicht, dass wir wieder zurück sind. Wenn ihr mehr Infos zum Van haben wollt oder Fragen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und auch wenn ihr Bock habt auf eine längere Roomtour, wo wir so ein bisschen alles zeigen, wo was hingehört, wo unsere ganzen Kleider sind, das ist auch immer so eine Frage, die gestellt wird, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und dann schauen wir, dass wir das vielleicht zeitnah umsetzen können. Bis zum nächsten Video.